Ja, eben durch die Medien gelaufen. Unser Fiete Erb geht nach Holstein-Kiel zu den Störchen. Also ich bin nicht enttäuscht, aber im Grunde genommen ich bin schon ein bisschen überrascht. Aber wie gesagt, ich wünsche Fiete für seine Laufbahn natürlich alles Gute. Ich hoffe, dass er es das schafft in Kiel. Aber es wird natürlich schwierig. Also wenn er die dritte Liga nicht geschafft hat in München, dann wird die zweite Liga in Kiel nicht einfacher. Aber er ist zu Hause in seiner Heimat Schleswig-Holstein. Vielleicht klappt das da, muss man abwarten, sportlich gesehen. Ich gönne das den Jungen von ganzem Herzen, aber ich hätte ihn auch gerne beim HSV gesehen. Entweder ist wieder geschlafen worden oder er wollte nicht. Das ist natürlich eine andere Sache. Oder das spielen auch finanzielle Dinge wieder eine Rolle. Das sind so meine Vermutungen. Aber viele, ich wünsche dir alles Gute in Kiel, aber du weißt ja, wenn du hier in Hamburg oder gegen HSV über am Tor machst, dann kriegst du mit Helm-Peter Theater, ne? Weißt du. Aber sonst alles Gute für dich. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie, deinem Vater, deiner Mutter, alles Gute und wäre in Kiel glücklich, sportlich. Finanziell bist du abgesichert, das weiß ich. Und in München, da wirst du dich nie durchsetzen, auch wenn du in Kiel einigermaßen klarkommst. Dass der Fehler ist gemacht worden, aber finanziell alles richtig, mein Junge. Hau rein, das Tango. Und wir werden es uns mal sehen. Und jetzt spielst du mit Ahmed Aslan zusammen. Das läuft doch. Und mit deinem Freund Finn Porrad. Mir geht nicht. Ich drück dir die Daumen. Aber du weißt, ich bin zu sehr HSV. Ich kann Kiel natürlich nicht beglückwünschen. Ne? Das weißt du. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber das Geld ist überall. Nicht? Aber wie gesagt, mach dein Ding da. Alles Gute wünsche Helm-Peter. Und ich guck mal wieder herbei. Du bist ja dicht nahe dran jetzt am Segeberg. Der Bär muss ich irgendwann sehen, am Segeberger See. Und dann trinken wir beide mal ein schönes Bier zusammen. Oder das darfst du nicht. Du trinkst einen Kaffee und Peter ein Bier, alles klar. Und dann sagst du, weißt Bescheid, nur der HSV, das weißt du. Alles klar, viele alles Gute nochmal. Tschüssi.